aufgrund seiner Spielweise, er ist ja eigentlich kein klassischer Abwehrer. Ich würde Fall. Und Christian Karlsson ist auch seines Zeichens, auch wenn er die letzte Partie gegen Ruben Filus verloren hat, jemand, der gut gegen Abwehr spielen kann. Ich denke, dass auch eine gewisse Nervosität da ist. Es ist hier ein Pokal-Halbfinale, das volle Trainingspensum absolviert, und da muss man erstmal wieder reinfinden. Muss man erstmal wieder reinfinden, aber wir haben Filus, haben wir gesehen. Aber ja, natürlich ist es. Sehr den Langnoppenbelag von Ruben Filus auf der Rückhand. Sehr viel Unterschnitt. Allrounder ist schon ein Abwehrspieler mit dem langen Noppen, dem roten Belag auf der Rückhandseite. Eigenen Rückhandtopspin ebenfalls zu punkten. Also ein hier sieht man es sehr gut, ein sehr gezogen werden. Von daher muss ein Abwehrspieler eben auch in der Lage sein, im Angriff gut. Lage ist, von beiden Seiten zu attackieren, den Schläger zu drehen. Also ein sehr komplexes System. Ist noch nicht vorbei. Starkes Spiel. Schwierig wird in der Ratio Farm Arena. Die ist hoch genug gebaut. Stark. An, geht er in die Abwehr, kommt er mit dem Noppenbelag, kommt er mit dem Topspin. Jetzt hat er mal mit den Noppen eingeblockt. Topspin in den Vorhand Topspin, also sehr sehr variabel. Das zweite Schlag war halb lang. Qualität ist. Ja, ist auch ungewohnt, ne? Also die meisten Spieler agieren ja mit Vorhandaufschlägen, um den Satz für sich zu entscheiden. Stark. Erster langer Aufschlag. Und dann nimmt er den Finger. Aber war sehr viel Unterschnitt drin. Das hat er vielleicht unterschätzt. Ja, und da war der Rückschlag zu. Das muss er unbedingt vermeiden. Ja, ich meine, das waren wirklich die Punkte, die letztendlich dann. Schauen, ob ihm das besser gelingt hier in Satz Nummer 2. Ja. Chance eigentlich gut den Ballwechsel so aufgebaut. Ganz Führung für Ruben Filus. Ja, wieder zu kurz. Vorne bewegen, um entsprechend sich an die verschiedenen Platzierungen von Karlsson anzupassen. Stark. Ja. In seinen Angriffsschlägen Ruben Filus. In der Rückhand vielleicht noch etwas mehr Power drin. Auch recht kräftig gebaut. Ja, und jetzt werden wir erzielen, hat Ruben das ein oder andere Mal schon Probleme. Ja. Stark, gut. Ja, also der Mann hat keine Angst. Und der Mann hat auch jetzt keine Angst am Umlaufen gehabt. Forderung. Ja, jetzt war die Variante mal den langen in den Rückhand, weil Ruben im Spiel, aber trotzdem Ausgleich 7 Beine. Ja. Und, man das, und dann schnell genug trotzdem zurückkommt. Gut gestochen, laufen wie im letzten Satz. Das sieht fast so aus, ja. Ganz stark. Das hat er smart. Situation. Das war stark. Da hat er schon die Faust gehoben gehabt. Unglaubliche Reaktion. Gut in den Diagonalen. Da warten. Stark. Sehr stark, ja. Eigenem Aufschlag. Ja, der Aufschlag war schon zu lang. Oh.
Das passiert auch einem Weltmeister. Das passiert auch einem Weltmeister. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein nehmen wir. Aber natürlich ganz wichtige Situation jetzt. Und dritter Satzball für Ruben Felus. Den muss er jetzt nehmen aus Sicht von Fulda Marbazell. Sehr stark, sehr stark. Fulda Marbazell zwischen Ruben Felus und Christian Carlsson. Stets auch 1:1. Damit 4:2 für Ruben Felus aus. Und jetzt sind wir in Satzaufschlag. Felus gewonnen und hat jetzt die Chance, seinen Vorsprung mit eigenem Aufschlag auszubauen. Ja, aber wieder sehr clever. Fühle ich auch ein bisschen zusammen, dass Ruben Felus jeden Ball eben versucht anzugreifen. Haben wir es ja gesagt, der ist ja quasi mehr so ein Allround. Ja, das ist zu leicht. Er hat die ersten 2 Aufschläge verloren, jetzt schon wieder 0-4 bei eigenem Aufschlag. Schafft nach seinem eigenen Aufschlag direkt zu attackieren. Das hat er jetzt bei den 4 Aufschlägen gar nicht geschafft. Aber er ist ja ein Kämpfer, der wird sich hier noch reinkämpfen. Ja, bisschen Glück. Ja, das ist zu einfach, hier diesen Ball zu retournieren. Kompletter Spieler, Christian Carlsson. Ich glaube, das war einmal für Ruben Felus, einmal für Christian Carlsson. Dass er so ein bisschen eine Variation wiederfindet. Stark. Davon, dass es kürzere Ballwechsel gibt, gar nicht so viel von diesen langen. Und das ist so ein kleines bisschen der Fluch des Kommentators. Man spricht davon, dass es keine langen Ballwechsel gibt und dann gibt es so einen klasse Ballwechsel. Schlagnachteil. Und dann kam der Ball doch etwas weiter raus. Ja. Und der tut so. Wieder zu kurz. Ja. Ja, Final Four zwischen Borussia Düsseldorf und Fulda Marbazell. Also im Halbfinale sind wir hier und im ersten Match. Dritter Satz immer mit Führungen für Christian Carlsson, bevor sich dann Ruben Felus wieder zurückgekämpft hat. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich Satz Nummer 4 entwickelt. Denn Christian Carlsson spielt vor allem gegen die Abwehr von Ruben Felus sehr, sehr gut. Und Spezialität. Das habe ich tatsächlich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen. Da ist die und ohne diese Möglichkeiten hat Ruben Felus. Schwierigkeiten insgesamt wirkt es tatsächlich so, als ob Chris. Ja, aber wieder vom Rückschlag her zu gewinnen. Absolut. Schön gespielt, ein bisschen für Christian Carlsson gewesen, weil beim Schupfen es schwer ist, mit den Noppen extreme Qualität zu spielen. Und hat dann eben auch den Fehler von Carlsson provoziert. Sauber nach vorne steuern. Oh. Aber da sage ich Hut ab. Da sage ich Hut ab. Also, das kann man schlechter lösen, oder? Schlag von Christian Carlsson direkt zu attackieren. Wieder Netz. Nimmt er mit und plötzlich ist er wieder dran. Und nochmal ein Fehler aufzugehen. Ja. Und den nutzt er auch gleich. Man müsste es mal zählen. Ich glaube, in der Abwehr waren die Punkte sehr, sehr rar gesät. Unterm Strich